Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Minister Steinmeier, wir nehmen Ihr Angebot gerne an, denn wir fühlen uns dem Ziel, was Sie dargelegt haben, verpflichtet. Wir sind uns auch hinsichtlich der Analyse der Gefahren einer weltweiten Aufrüstung und einer wachsenden Proliferation mit Ihnen einig. Und das nicht erst seit heute. Wir beschwören das in jeder Debatte, mehrfach im Jahr. Wir wiederholen das in diesem Hause seit Jahren wie eine Gebetsmühle. Sie auch. Und dann loben wir Sie dafür. Und dann passiert nichts. Meine Damen und Herren, es ist für meine Fraktion und mich völlig unverständlich, dass Deutschland bis heute in einem abrüstungspolitischen Tiefschlag liegt. Dass es seit mehr als 10 Jahren keine abrüstungspolitischen Initiativen oder international oder auch nur national diskutierte Konzepte aus der Feder der Bundesregierung gibt. Ich mache eine Ausnahme, Sie haben es eben auch selber erwähnt. Das ist Ihr Vorschlag der Multilateralisierung des Brennstoffkreislaufs. Ich finde das einen sehr interessanten Vorschlag. Der kann durchaus Teil eines Gesamtpaketes am Ende sein. Abrüstung und Rüstungskontrolle waren Kernelemente der Entspannungspolitik, die zum Ende des Kalten Krieges geführt haben. Kaum ein Land hat der Entspannungspolitik so viel zu verdanken wie Deutschland. Heute sind alle relevanten Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge entweder gekündigt, werden unterlaufen oder liegen auf Eis. Das Schicksal des Nichtverbreitungsvertrages aus dem Jahr 1968 ist ungewiss. Der ABM-Vertrag von 1972 ist gekündigt. Die INF-Verträge sind ausgesetzt. Und der Nachfolger des KSE-Vertrages wartet immer noch auf eine Ratifizierung durch die NATO-Staaten. Hinzu tritt ein Faktor, der vielleicht noch größere Auswirkungen hat, weil wir möglicherweise etwas aus dem Blickfeld verloren haben nach der Überwindung des Kalten Krieges. Seit 1967 ist die Sicherheitspolitik der NATO mehr vom Armel-Bericht inspiriert als von irgendeinem anderen Dokument. Die NATO vollzog damals einen veritablen Paradigmenwechsel, der uns befähigt hat, die Gefahren des Kalten Krieges zu bannen. Militärische Abschreckung und politische Dialogbereitschaft wurden nicht mehr als Widersprüche, sondern als sich ergänzende Prinzipien verstanden. Heute sind wir in gewisser Weise hinter die 90er Jahre zurückgefallen. Denn Eindämmung, unilaterales Vorgehen und Aufrüstung bestimmen die Szene. Dieser Trend muss umgedreht werden und vielleicht kann er jetzt auch umgedreht werden. Die Signale, insbesondere von unserem amerikanischen Partner und Bündnispartner, sind dort ermutigend. Die richtige Konsequenz ist nicht weniger, sondern mehr vertragliche Bindung. Vielleicht leistet die Weltwirtschaftskrise dabei durchaus katalytische Dienste. Es wird möglich, was sonst nicht möglich geworden oder vielleicht sehr viel schwieriger oder erst später möglich geworden wäre, nutzen wir diese Chance. Meine Damen und Herren, in der Abrüstungspolitik kann Deutschland zu jedem Zeitpunkt glaubwürdig wie sonst kaum ein Land auftreten. Aber wir erleben eine Abfolge von Versäumnissen und Fehlentscheidungen. Ein paar Beispiele. Bis heute verweigern wir uns der Ratifizierung des AKSE-Vertrages. Die Signalwirkung ist fatal und spielt den Hardlinern in Moskau geradezu in die Hände. Zweitens, seit 2005 hat Washington mit Prag und Warschau über die Stationierung eines Raketenschildes verhandelt, so als gehe das Europa gar nichts an. Und auch die Bundesregierung ist hier nicht richtig eingestiegen auf das Thema. Und schließlich, Herr Minister, und damit komme ich zu dem Tiefpunkt der deutschen Rüstungskontrolle und Abrüstungspolitik der letzten Jahrzehnte. Deutschland führt seit letztem Jahr den Vorsitz in der Nuclear Suppliers Group, wo über die proliferationsrelevanten Ausfuhren im Konsens entschieden wird. Und entgegen den von Ihnen selber aufgestellten Kriterien stimmt Deutschland ohne Not einer Ausnahmegenehmigung für Indien zum Import nuklearer Brennstoffe und Technologien zu. Meine Damen und Herren, warum ist die Bundesregierung eigentlich so wild darauf gewesen, den Vorsitz in dieser Nuclear Suppliers Group zu übernehmen? Am Ende waren wir die nützlichen Idioten für eine ausscheidende amerikanische Regierung. Die neue will da wahrscheinlich relativ wenig von wissen. Meine Damen und Herren, Berechenbarkeit schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Sicherheit und Sicherheit gibt die Kraft zu politischer Annäherung. 2007 haben 4 ehemalige amerikanische Außen- und Verteidigungsminister für die Vision einer nuklearen Nulllösung geworben. Sie haben das dankenswerterweise angesprochen.
Diese Initiative hat lange auf ein Echo aus Deutschland warten müssen. Jetzt haben es Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher und Egon Bahr gegeben. Man kann das gar nicht genug würdigen. Wenn vier deutsche Staatsmänner, mit denen sich Wegmarken erfolgreicher deutscher Außen- und Friedenspolitik verbinden, sich in dieser Form zu Wort melden, dann schreit das geradezu danach, aufgenommen zu werden. Es muss uns Verpflichtung sein. Das dürfen wir doch nicht unseren Vorgängern überlassen, meine Damen und Herren. Wir, unsere Politikergeneration, muss das endlich annehmen. Aber ich höre von der Bundesregierung zu dieser jetzt schon seit 2 Jahren diskutierten Initiative keine Stellungnahme in der Sache. Stattdessen wird das, was in den Zeiten des Kalten Krieges wichtig und richtig war, häufig genug kritiklos wiederholt. Niemand im offiziellen Berlin geht auf das Argument ein, dass das, was im Kalten Krieg qua erfolgreicher Abschreckung Teil der wirksamen Problemlösung war, sich in Zeiten asymmetrischer Bedrohung und kaum noch zu stoppender Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen als Teil des Problems selbst erweisen könnte. Präsident Obama hat sich das Motto Vertrauensbildung auf die Fahnen geschrieben und die Vision einer atomaren Nulllösung zu eigen gemacht. Seine Mitarbeiter legen immer wieder Wert darauf in Gesprächen, dass er das, was er im Wahlkampf gesagt hat, wirklich meint. Und deswegen werden wir Fragen beantworten müssen, die uns die amerikanischen Freunde stellen. Man darf dann natürlich nicht nur in dieses Papier selber reingucken, sondern in diese sehr elaborierten wissenschaftlichen Studien, die diesem Papier zugrunde liegen. Und dann sind viele Argumente weg, die sehr schnell bei uns vorgebracht werden, denn mancher sagt, ja, das sei alles naiv, nicht zu Ende gedacht. Mancher ist auch der Auffassung, der Verzicht auf Atomwaffen brächte uns dem konventionellen Krieg näher oder würde ihn wieder leichter führbar machen. Das träfe nur zu, wenn man die Verknüpfungen übersähe, die zwischen Abrüstung und Rüstungskontrolle in nie vorhandener Dichte hergestellt werden müssten und auch zwischen nuklearer und nicht-nuklearer Abrüstung. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben eine neue Chance in der Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik. Wir müssen sie jetzt endlich beherzt nutzen. Ich erteile das Wort Kollegen Eckert.